Willkommen im Eisenbahnmuseum Stellwerk 1. In der kommenden Saison haben wir ein neues Ausstellungsstück, ein elektromechanisches Stellwerk. Matthias hatte es komplett zerlegt, gereinigt, die Teile zum Lackieren gegeben, wieder zusammengesetzt. Der einische Stellwerksteil ist originalgetreu mit Relais wieder aufgebaut und eine Arduino übernimmt nur die Steuerung der Umgebung und der Zugfahrt. Der Streckenblock in Richtung Calw ist schon angeschlossen an unser mechanisches Stellwerk. Die andere Richtung werden wir in den nächsten Wochen noch mit unserem DRS-2-Stellwerk verbinden. Hier, Fahrdienstleiter Calw, Zugmeldung. Wird Zug 204 angenommen? Zug 204 voraussichtlich ab 50. Richtig? So, also Fahrdienstleiter in Calw. Wir haben ja Zugmeldungen miteinander gemacht. Wie schon im Video gesehen, er hat das Anfangsfeld bei sich vorgeblockt. In dem Fall ist jetzt unser Endfeld hier rot geworden. Also sprich, es kommt jetzt ein Zug von Calw und wir wollen diesen nach Gleis 3 einfahren. Hier haben wir unser Hebelwerk. Das blaue sind unsere Weichenhebel. Ja. Und das rote sind unsere Fahrstraßensignalhebel. Ja, eigentlich selbe Spiel wie oben beim mechanischen Stellwerk. Und da waren ja auch blau Weichen, ja, und rot waren Signalhebel. Aber beim mechanischen gab es auch noch grün, nämlich für Fahrstraßensignalhebel. In dem Fall, wir haben hier unsere roten Fahrstraßensignalhebel. Die sind quasi vereinigt. Ja. Der lässt sich bis in die 90-Grad-Stellung umdrehen. Ja. Bis 45 Grad ist es ein Fahrstraßenhebel. Ja. Also dadurch wird dann die Fahrstraße festgelegt. Und wenn man dann weiter dreht in die 90-Grad-Stellung, geht unser Signal in dem Fall auf Fahrt. Genau. So, was muss jetzt passieren, dass wir dem Zug die Einfahrt stellen können nach Gleis 3? Also wieder beim Elektromechanischen müssen wir auch wieder Fahrwegprüfung durch Augenschein machen, ja, ob der Fahrweg frei ist. Wir haben zur Hilfe, also das Stellwerk hat auch schon Gleisbelegmelder, in dem Fall wurde damals nachgerüstet, ob die Gleise belegt sind. Ja, in dem Fall können wir uns auch hier orientieren. Wir wollen nach Gleis 3 einfahren. Ja. Der Gleisbelegmelder 3 ist in dem Fall erloschen, ja, aber ich muss trotzdem rausgucken, und nämlich schauen, ob meine Weichen frei von Fahrzeugen sind. Ja. Und wir wollen jetzt nach Gleis 3 reinfahren. Da muss ich jetzt nämlich zuerst meine Weichen umstellen, nämlich für die richtige Lage, so wie ich es für die Fahrstraße benötige, eben nach dem Verschlussplan. Das wäre dann einmal die Weiche 1 in abzweigende Stellung. Also den Hebel hier langsam aus der Raste rausziehen, langsam andrehen. So, jetzt habt ihr den Weichenwecker gehört, der klingelt so lang, wie die Weiche umläuft. Ja, wir haben ja hier unsere Farbscheibe. Das ist sozusagen eine Überwachungseinrichtung, ob die Position von meinem Weichenhebel hier und dem Weichenantrieb draußen übereinstimmen. Ja, weil wir haben ja keine physische gebundene Verbindung mehr, wie beim mechanischen über ein Drahtseil, sondern hier wird der Motor ja schon über einen Stellstrom
eben umgesteuert und wird in den Endlagen über eine Überwachungsspannung eben überwacht. Genau, jetzt haben wir die Weiche 1 umgelegt. Brauchen wir nämlich auch die Weiche 3, brauchen wir die Weiche 10 und die Weiche 11. Weiche 10 und 11 wäre in dem Fall unser Durchrutschweg für die Einfahrt nach Gleis 3. So, und jetzt wenn wir mal gucken, jetzt hier ist ja nach Gleis 3. Also in dem Fall, wir müssen unseren roten Hebel nach rechts rum bewegen. So, wenn ich den jetzt wieder aus meiner Rast rausziehe. Jetzt haben wir 45 Grad Stellung. Ja. Fahrstraße ist in dem Fall festgelegt, sehen wir auch hier durch die große weiße Farbscheibe. Und dadurch sind unsere ganzen abhängigen Weichenhebel auch alle verschlossen. Das kann man sehen, weil wir hier oben, ich film mal ein bisschen von oben, dann haben wir hier nämlich noch das mechanische Verschlussregister, wie beim mechanischen Stellwerk auch. Ja, so. Und wenn du jetzt noch den Hebelwerksaufbau mit reinnimmst, genau, wir haben hier oben im Hebelwerksaufbau haben wir Rückmeldelampen, in dem Fall hier für unser Einfahrsignal A und den zugehörigen Wiederholer VA, weil das in dem Bogen liegt. So, wenn wir jetzt nämlich weiter hergehen, ja, also er ist mechanisch festgelegt, ich kann ihn auch nicht wieder zurücklegen, ja. So, wenn ich den jetzt weiter in die 90-Grad-Stellung drehe, sehen wir, unser Einfahrsignal ist in die Fahrtstellung gewechselt. So, der Zug ist im Hintergrund jetzt eingefahren, hat durch den Schienenkontakt meine Streckentastensperre A ausgelöst. Genau. Und jetzt muss ich natürlich beobachten, Zugbeobachtung machen, ob der Zug mit Zugschluss eingefahren ist. Wenn dieser mit Zugschluss eingefahren ist, kann ich mein Signal wieder zurücknehmen in die 45 Grad Stellung, ja, und kann meine Strecke Richtung Kalf wieder freimelden, also rückloggen. So, jetzt habe ich ja meinen Fahrstraßensignalhebel in die 45 Grad Stellung. Und wenn du jetzt guckst, Matthias, hier, die große Scheibe hat sich wieder verwandelt von weiß nach rot. Also heißt, der Zug hat durch einen Schienenkontakt eben bei der Einfahrt meine Fahrstraße aufgelöst. Ja? Und dadurch lässt sich jetzt eben auch mein Fahrstraßensignalhebel wieder in Grundstellung zurückbringen. Ja, und wir sehen auch hier anhand unseres Gleisbelegmelders, dass der Zug nach Gleis 3 eingefahren ist. So, und jetzt können wir nämlich hergehen und unsere Weichen, die wir für diesen Fahrweg, für die Fahrstraße gebraucht haben, in dem Fall wieder aufräumen. So, und das war jetzt eigentlich eine Einfahrt von Kalf nach Gleis 3.